Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf diesem Kanal. In dieser Folge wollen wir euch zeigen, wie wir dieses leckere Essen auf dieser Feuerplatte zubereitet haben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen und los geht's. Zum Anfang möchte ich noch mal ein paar Worte zu dieser Feuerplatte verlieren. Man kann sich diese nämlich als großen Wok vorstellen und wir benutzen diese nämlich immer auf unserer kleinen Feuerschale, wie man hier das so schön sehen kann. Und dies ist natürlich ein Hingucker auf jeder Grillparty, das steht schon mal fest. Und diese Feuerplatte ist natürlich perfekt geeignet, um ein ganzes Gericht gleichzeitig auf dieser Feuerplatte zuzubereiten, wie wir das jetzt hier auch gleich machen. Als erstes kam dann erst einmal ein Schuss Sonnenblumenöl auf unsere Feuerplatte und dann haben wir den Speck angebraten und die Zwiebeln glasig gebraten. Nun kamen unsere gekochten Kartoffeln hinzu für unsere Bratkartoffeln. Diese wurden erst einmal schön angeröstet. Und gleich danach kamen unsere kleingeschnittenen Paprikaschoten hinzu. Und jetzt haben wir noch schnell die Zwiebeln und den Speck mit unseren Bratkartoffeln vermischt. Also wichtig ist es auch, das Ganze einmal abzuwürzen. Hierfür haben wir nur Pfeffer und Salz benutzt. Jetzt sind unsere Bratkartoffeln im Prinzip schon fertig. Deshalb haben wir sie erst einmal runtergenommen, damit wir das Fleisch und die Paprikas schön durchbekommen. Nun kamen unsere Geheimzutaten hinzu, dafür haben wir Zucchini und Porree benutzt, um den Ganzen ein bisschen Vielfalt zu geben und das Ganze abzurunden. Jetzt noch ein bisschen Zucker, um das Ganze abzuschmecken. Wichtig ist hierbei auch zu sagen, das Ganze haben wir auch mit Pfeffer und Salz ein bisschen abgewürzt. Nun kamen unsere Pilze dazu, hierfür haben wir Champignons aufgeschnitten, welche wir jetzt hier schön anbraten werden. Dafür benutzen wir die tiefste Stelle dieser Grillpfanne, weil dort sich die meiste Hitze befindet. Nun waren unsere Pilze, das Grillgemüse und unser Fleisch fertig. Und aus diesem Grund haben wir jetzt die Kartoffeln, die wir im Topf ja hatten, wieder hinzugegeben, um diese nochmal schön aufzuwärmen und sie jetzt nochmal schön anzurösten. Das Schöne ist ja an dieser Feuerplatte, dass sie verschiedene Hitzezonen hat. In der Mitte ist sie sehr heiß. Und außen am Rand ist sie lauwarm, oder naja, gut, lauwarm ist gut gesagt, man kann sie ja auch kaum anfassen, aber es reicht eben halt dafür, um das Fleisch schön warm zu halten, natürlich auch die Pilze und das Gemüse, aber um es nicht anzubrennen. Und deswegen eignet sich diese Zone ideal, um das Gericht warm zu halten. Nun ist unser Feuerplattengericht fertig und wir kommen zur Reinigung. Hierfür benutzen wir einfach nur heißes Wasser, kein Fett, ganz wichtig, damit wir die Patina nicht kaputt machen. Und das war es eigentlich auch schon hierbei. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Hat euch das Video gefallen, dann abonniert doch gerne den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Tschüss!